Hallo, schön, dass du mich gefunden hast. Willkommen zur Faszien-Yoga-Serie hier auf meinem YouTube-Kanal. Dieses Intro ist für alle Videos das gleiche, völlig unabhängig davon, welchen Körperteil wir gerade bearbeiten. Wenn du das Intro schon gesehen hast, schreibe ich unten in die Beschreibung rein, ab wo der Praxisteil losgeht, damit du es dir nicht ganz oft anhören musst. Ansonsten würde ich gerne noch ein paar allgemeine Informationen zu Faszien loswerden. So, Faszien-Yoga unterscheidet sich vom normalen Yoga in dem Sinne, dass wir nicht wie beim Hatha-Yoga oder, also wir bleiben schon ein bisschen länger in den Haltungen, so ähnlich wie beim Hatha-Yoga, aber wir federn und schwingen. Yin-Yoga wird auch gerne als Faszien-Yoga bezeichnet, weil man auch sicherlich die tiefliegenden Schichten erreicht des Gewebes, aber das hier ist kein Yin-Yoga. Also wenn du Yin-Yoga suchst, kann ich dir da gerne ein paar Empfehlungen auch unten in die Beschreibung reinpacken. Das hier ist kein Yin-Yoga. So, Faszien. Man sagt Faszien oft in der Mehrzahl. Das ist nicht ganz richtig. Wir haben eine Faszie im Körper, die verdickt sich manchmal zu Sehnen und zu Bändern und dann wird sie wieder ganz dünn für die Häutchen, um die Muskeln und sowas. Aber letztendlich ist das alles eins. Alles hängt zusammen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die Faszie im Fuß lösen, die Plantarfaszie unterm Fuß, dann kann es auch sein, dass dadurch deine Rückenschmerzen weggehen. Das nennt man die myofasziale Zugbahn. Wir haben eine vordere, eine hintere und seitliche myofasziale Zugbahn und alles, was in diesen Zugbahnen passiert, löst und beeinflusst alle anderen Bereiche der Faszie. Das ist ein ganz magischer Teil vom Faszien-Yoga. Deswegen werde ich auch in diesen Videos öfters darauf zu sprechen kommen, was in der myofaszialen Zugbahn passiert. Man kann sich das so vorstellen, als wenn man zum Beispiel einen Strickpullover hat und der Strickpullover hat so ein paar gezogene Maschen. Ich stricke nicht, weiß ich nicht. Also so ein paar langgezogene Maschen und man möchte das alles wieder in Form bringen. Dann zieht man ja an allen Seiten des Pullis, um das alles irgendwie wieder in Form zu bringen. Und das gleiche Prinzip kann man sich bei den Faszien auch vorstellen. Die Faszien gleiten gerne aneinander. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist, dass du ganz viel trinkst. Gerade wenn wir das Gewebe auspressen mit Faszienrollen, dazu gleich mehr, braucht der Körper Flüssigkeit, um die ausgepresste Flüssigkeit loszuwerden und neue Flüssigkeit nachzuladen. Wichtig dazu ist auch, wir haben alle höchstwahrscheinlich sehr verspannte Faszien. Das kommt daher durch unsere Haltung im Alltag, unser Schuhwerk, dass wir überhaupt Schuhe tragen. Am besten ist natürlich, wenn man gar keine Schuhe trägt. Unsere Körper sind dafür gemacht, barfuß im Sand zu laufen. Können die wenigsten. Und deswegen sind diese kleinen Störungen in der Faszie, wenn man sie nicht löst, entwickeln sich dann über Zeit zu Verhärtungen, Muskelverhärtungen und Problemen in Knien, Hüften und Rücken. Kennt jeder. Ich werde immer mal wieder in den Videos auch darauf zu sprechen kommen, was wir gerade machen, warum, wieso, weshalb und wie das alles miteinander zusammenhängt. Noch zwei Sachen, dann fangen wir auch gleich an. Faszienarbeit dauert lange. Das heißt, du wirst sicherlich nach den ersten paar Übungen auch merken, dass es dir besser geht, aber so tief sitzende Verspannungen und Verklebungen der Faszie dauern 3 bis 24 Monate, um sich zu lösen. Du hast es auch nicht über Nacht verspannt, es wird auch nicht über Nacht besser werden. Es dauert halt ein bisschen, also hab ein bisschen Geduld mit dir, wenn einiges vielleicht noch nicht so gut funktioniert oder auch tatsächlich sehr weh tut, weil das ist auch ein Punkt. Ausrollen der Faszien ist tatsächlich sehr schmerzhaft. Also die Faszien haben unheimlich viele Nerven mit eingewoben und sind halt auch sehr empfindlich. Ne? Das heißt, wenn du, ich werde auch die Unterschiede erklären zwischen Schmerzen, die man nicht aushalten kann und Schmerzen, die man aushalten kann. Das Schöne ist, man macht es ja selber, dadurch hat man Kontrolle darüber. Es ist anders, als wenn man zur Physiotherapie geht oder eine Tiefmassage hat. Dadurch, dass man das selber regulieren kann, kommt man da besser selber mit zurecht. In diesem Video habe ich Faszienrollen genommen, von denen ich denke, dass die meisten sie zu Hause haben. Gab es schon mal bei jedem Discounter der Wahl. Du kannst natürlich auch zu den Faszienrollen, umso kleiner die Rolle ist, umso größer ist der Druck, den du darauf entwickelst. Das ist Physik, ganz logisch. Das heißt, wenn du Anfänger bist, würde ich dir sowieso empfehlen,
so eine Rolle zu nehmen. Die sind relativ groß, da ist der Druckschmerz nicht so doll. Das heißt, wir kommen trotzdem in die tiefliegende fasziale Struktur rein, aber es ist nicht so stark. Wenn du ein bisschen geübter bist nachher, kannst du natürlich auch eine kleinere Rolle nehmen, beziehungsweise wenn du punktuelle Schmerzen hast, dann lohnt sich auch eine kleinere Rolle. Und dann nehmen wir heute einen Faszienball noch dazu. Dieser hat ungefähr die Größe von einem Tennisball. Wenn du einen Tennisball zu Hause hast, kannst du den natürlich auch nehmen. In meinen Faszien-Workshops und Kursen nehme ich gerne solche ganz kleinen Flummis. Kannst du im Spielzeugladen kaufen. Die sind, kannst du natürlich auch einen Faszienball kaufen oder einen Squashball. Sind halt ein bisschen teurer, die kosten 1 Euro. Geht auch. Und dann habe ich hier noch so einen Duoball. Der ist, kommt darauf an, wenn du ein bisschen breitere Oberschenkel hast oder Rücken, eignen die sich auch sehr, sehr gut. Aber wir machen heute halt nur das, also du kannst dir auswählen, was du zu Hause hast, was du nehmen möchtest, was du in die Praxis einbinden möchtest. Du kannst ja mal schauen, was du da nutzen möchtest, was du da hast. Ansonsten gehe ich davon aus, dass die meisten tatsächlich eine solche Faszienrolle zu Hause haben. Ansonsten, wenn du keine Faszienrolle hast, kannst du natürlich auch eine Flasche Wasser nehmen, gefüllt. Aber das kommt auch darauf an, wie schwer man ist. Keine Ahnung, wir haben das noch nicht ausgereizt. Also ich weiß nicht, wie viel Druck die aushalten, aber so für Beine und ich glaube auch für Rücken ist so eine gefüllte Wasserflasche auch möglich. Halt nicht aus Glas, sondern aus Plastik. Und aber ohne Griff dran. Also eine, die halt gerade ist, dass es vergleichbar ist hiermit. So, ansonsten, der Praxisausrollteil kommt erst nach dem Praxisteil der Bewegung. Das heißt, wir haben immer erst einen Bewegungsteil mit drin und den kannst du natürlich auch ohne jegliches Zubehör machen. Super, ich freue mich. Ich mag solche Videos, weil ich da ganz viel erklären kann. Ich hoffe, es nervt dich nicht, ansonsten macht das Video ein bisschen leiser. Ja, dann schnapp dir deine Matte und ein Wasser, ganz, ganz wichtig, und lass uns beginnen. Hallo und willkommen zu Faszien für Schultern und Arme. Du brauchst heute für den Bewegungsteil, für den Asana-Teil, den Praxisteil, entweder einen Stuhl oder zwei Klötze. Das hängt damit zusammen, wie beweglich du bist. Wenn du noch Anfänger bist, beziehungsweise sehr, sehr verspannte Schultern und Arme hast, nimm dir gerne einen Stuhl zur Hilfe. Ich nehme zwei Klötze. Ich habe hier keinen Stuhl. Tut mir leid. So. Wir beginnen einmal im Vierfüßlerstand, wieder Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften. Wir beginnen in Puppy Pose, das heißt, wir lassen jetzt einmal die Hüften hinten über den Schultern, da bewegt sich jetzt erstmal nichts, und wir wandern mit den Händen nach vorne. Achte mal darauf, dass deine Arme durchgestreckt bleiben, okay? Und wenn du merkst, dass du langsam in eine Rückbeuge kommst, ist es super. Und du lässt hier einmal dein Herz zum Boden absinken. Okay? Wenn das nicht geht, dann leg dir gerne ein Kissen oder eine Decke unter deinen Oberkörper, dass du dich hier einmal entspannt ablehnen kannst und du hier die Dehnung in deinen Schultern merkst. Ne? Kopf kannst du nach vorne ablegen, das heißt Kinn nicht auf die Matte, wenn das nicht für dich möglich ist. Leg deine Stirn auf die Matte oder leg deinen Kopf seitlich, wenn das für dich bequem ist. Hier wollen wir jetzt wirklich einmal die Schultern auf den Ganz wichtig hier ist auch, wenn du merkst, dass irgendwas taub wird, das heißt, wenn du merkst, dass deine Schultern taub werden, dann komm ein bisschen weiter zurück, dann bist du zu weit in der Dehnung drin. Super, noch ein paar Atemzüge hier.
Super, komm langsam zurück. Leg dich einmal ab in dein Kind. Hinten auf deinen Fersen, um deinen Rücken nach der Rückbeuge so ein bisschen wieder zu entspannen. Super, wenn du möchtest, greif einmal hier im Kind deine Arme hinter deinem Rücken. Achte mal darauf, dass deine Daumen und deine Handflächen zusammen sind und versuch mal deine Arme zu strecken und hier einmal so weit wie möglich hochzukommen. Wenn du hier oben am Anschlag bist, wo es nicht weitergeht, versuch mal wieder dieses elastische Rückfedern hier so ein bisschen mit einzubauen. Das geht natürlich nicht so gut, wenn man hier keine Schwerkraft hat, mit der man arbeiten kann. Aber feder hier einfach mal so ein kleines bisschen nach vorne. Super, löse dich hier, mach dich noch einmal ganz weich auf deinen Beinen. Sehr gut. Komm einmal so ein kleines Stückchen hoch mit dem Kopf. Leg einmal deinen rechten Arm über den linken, ein bisschen über Kreuz. Und dann lass dich hier noch einmal nach vorne abfallen, so ein kleines Stückchen. Versuch mal mit den Fingerspitzen deine Arme möglichst weit übereinander zu ziehen. Einmal zurück. Ich weiß, das ist unbequem. Wir machen nur einmal die andere Seite. Wieder schön weit übereinander. Fingerspitzen ziehen die Schulterblätter auseinander. Super, komm wieder zurück. Für diese nächste bzw. auch letzte Übung brauchst du deinen Stuhl oder beide Klötze. Ich nehme beide Klötze. Und wenn du deinen Stuhl hast, stell dir deinen Stuhl vorne auf deine Matte. Und dann schau mal, dass deine Klötze so ein bisschen weiter als rückenweit weg sind. Das heißt, wenn du jetzt hier in deinem Vierfüßlerstand bist, Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften, sind die Klötze noch so ein Arm, so ein Unterarm breit weiter weg. Ne? Einmal kurz abgemessen. Sehr gut. So, das ist jetzt etwas kompliziert im Vierfüßlerstand. Deswegen ist es auf einem Stuhl manchmal ein bisschen leichter. Wir legen jetzt einmal die Ellenbogen so mittig auf die Klötze bzw. Die Ellenbogen auf die Stuhllehne, dass die Stuhllehne so die Stuhllehne unter den Ellenbogen ist. Super, Hände greifen sich einmal hier, also Handflächen zueinander. Ellenbogen kommen einmal so ein Stückchen hoch. Und wenn du kannst, lass mal deinen Kopf hier zwischen deine Oberarme absinken. Okay, und das heißt, wir haben jetzt eine starke Dehnung im unteren Arm und auch oben zwischen den Schulterblättern, wirst du merken. Und dann leg einmal deine Daumen, wenn du kannst, hinten auf deinen Nacken. Lass dich hier von der Schwerkraft nach unten ziehen. Hier ganz passiv, ganz weich werden. Wieder schau, wo du heute bist. Wenn das nicht möglich ist, dann geh nur so weit, wie es für dich möglich ist. Nicht deinen Körper überlasten. Wir sind jeden Tag anders beweglich. Super, wenn du soweit bist, streck deine Arme wieder
nach vorne. Wenn du sehr knochige Arme hast wie ich, ist das vielleicht ein bisschen unangenehm. Komm ganz langsam wieder hoch und schieb dich auch hier noch einmal zurück in dein Kind. Super, dann komm langsam wieder hoch. Das war der Praxisteil für Schultern und Arme. Wir machen weiter mit Ausrollen. Dazu schnapp dir deine Faszienrolle und wir gehen erstmal zusammen an die Wand. Super, wir sind jetzt an einer Wand. Wenn du hast, nimm dir gerne den Duoball, das heißt die große Rolle mit den zwei Rollen. Die gibt es auch noch mal kleiner. Wenn du die kleinere hast, kannst du die natürlich auch nehmen. Ansonsten nimm deine normale große Rolle. Ich nehme jetzt die. Bisschen leichter für mich, weil ich so klein bin. Und dann legen wir einmal die Rolle so an die Wand, legen den Arm knapp über dem Ellenbogen da drauf und dann gehen wir mit den Füßen so ein kleines Stückchen weg, dass wir einen Druck drauf haben. Okay? Wir lehnen dann an der Wand und dann rollen wir einmal von unten nach oben, gehen dabei leicht in die Knie. Knie sind gefordert. Super, schau mal, wo du hier bist. Kannst auch ein paar Mal schneller hoch und runter rollen. Wieder, wenn du Punkte hast, die besonders verspannt sind, dann bleib da. Habe ich jetzt heute nicht. Ich habe Nudelarme, nicht so viele Muskeln, die verspannen können. Sehr gut. Und das Gleiche machst du jetzt. Entweder du machst noch weiter, drückst einmal kurz auf Pause. Ich sage ständig, ich drücke auf Pause in diesen Videos. Und dann machen wir noch einmal die andere Seite. Wieder ein Stückchen weggehen mit den Füßen, dass wir einen Druck drauf haben. Und dann gehst du wieder leicht in die Knie hier. Sehr gut. Und dann geht es auch schon wieder zurück auf die Matte. Super. Als nächstes nehmen wir uns jetzt noch einmal den Rücken vor mit unserer großen Rolle wieder. Dann bring beide Beine nach vorne. Leg wieder deine Rolle so hinten an deine Darmbeinschaufelvorsätze, also da, wo die beiden Höcker sind, da, wo der untere Rücken beginnt. Komm erstmal hoch. Bring deine Hüfte level zur Matte. Komm hinten auf die Ellenbogen und roll wieder in deinem eigenen Tempo deinen Rücken aus. Einmal so ein bisschen den unteren Rücken. Manchmal kommt Verspannung in der Schulter. Auch hier so aus der Brustwirbelsäule oder aus der Lendenwirbelsäule. Wieder, wenn du bei deinen Schulterblättern ankommst, ganz wichtig, greif deine Schultern einmal hier, um deine Schulterblätter so ein bisschen an deinen Rücken ranzulehnen. In dem Rücken Faszienteil hatten wir die Hände entweder zwischen die Oberschenkel gepackt oder gegriffen oder hinter den Kopf. Schau mal, was sich hier für deine Schultern besser anfühlt. Wenn du die Hände hinter dem Kopf hast, sind die Schulterblätter noch ein bisschen weiter zusammen, als wenn du deine Schultern greifst. Hier kommst du mehr in deine Rhomboideen rein. Das heißt, die Muskeln, die an der Innenseite von den Schulterblättern sind. Du kannst auch, wenn du hier bist, wenn du mit deinem Rücken fertig bist, drück auf Pause gleich und mach das nochmal. Du kannst natürlich auch also ein bisschen seitlich hier rauf gehen auf die Rolle und einmal den Latissimus ausrollen. Wenn du einen sehr ausgeprägten Latissimus hast, habe ich nicht. Ich habe Rippen und das ist mir, das tut weh. Also dann, wenn das auf dem Knochen ist, dann tut es ja generell weh und das wollen wir nicht. Wir wollen ja wirklich nur die Muskeln hier erreichen und wir rollen einmal hoch bis über die Schulterblätter. Und jetzt merk dir mal, spür mal hier in deine Rhomboideen rein, das heißt der Bereich zwischen deinen Schulterblättern, und schau mal, wo du hier verspannt bist. Wir machen gleich noch etwas punktuell für die Schultern. Das heißt, wir müssen jetzt einmal schauen, wo genau die Verspannungen sitzen. Das heißt, auch wenn du hier im hinteren Bereich, da kommen wir auch gleich nochmal hin. Super. Wenn du hier soweit fertig bist, roll gerne in Ruhe Ausdruck auf Pause. Ansonsten nimm dir einmal deinen großen Faszienball, gerne auch einen Tennisball.
Und dann legen wir den, das ist jetzt eventuell ein bisschen unangenehm, deswegen stütz dich mit den Händen ruhig ab. Schau mal, wo deine Verspannungen jetzt waren in der Schulter. Das heißt, du legst den Ball quasi punktuell darunter und spürst einmal hier rein. Ich erkläre noch kurz und dann kannst du Pause machen und das in Ruhe für dich herausfinden. Und wir wollen jetzt, das Schöne ist, wir haben ja viel Eigengewicht. Und können hier natürlich punktuell viel machen, ohne den Körper von der Matte zu heben. Wenn du hier deinen Körper von der Matte hebst, das heißt, du hebst die Hüften hoch, Hut ab, dann hast du keine Schmerzgrenze. Also natürlich mit so einem kleinen Ball immer relativ unangenehm. Und dann kannst du auch schauen, was du hier an der Außenkante der Schulter vielleicht noch hast, was du jetzt hier ausrollen möchtest. Drück gerne Pause und mach das in Ruhe. Und wenn du soweit fertig bist, dann zieh nochmal beide Knie zur Brust hier. Entlass dir hier nochmal kurz deinen unteren Rücken. Wir wissen, alles hängt zusammen. Das heißt, die Schmerzen, die man hat an bestimmten Bereichen des Körpers, sind oftmals nicht die Ursache, sondern ein Symptom. Deswegen ist es wichtig, den ganzen Körper zu machen. Schau auch die anderen Faszien-Yoga-Videos, beziehungsweise ein ganz langes habe ich auch. Da machen wir einmal den ganzen Körper. Super, um hier im Twist nochmal die Schultern mit einzubinden, greif mal deine Hände, mach ein Schälchen mit deinen Händen und leg deinen Kopf in deine Hände, press mal deine Schultern hier so ein bisschen auf die Matte und mit deinem Ausatmen lass deine Knie rüberfallen auf die linke Seite. Super, komm wieder zurück und lass deine Knie rüberfallen auf die rechte Seite. Super, komm wieder zurück zur Mitte und komm auf deine eigene Art und Weise hoch zum Sitzen. Und schließ einen Moment deine Augen, wenn du magst. Schüttel dir einmal deine Schultern durch und spür, wie beweglich du jetzt bist, was sich verändert hat bei dir. Und dann bring deine Hände ins Anjali Mudra und bedanke dich bei dir selbst für die Zeit, die du dir heute geschenkt hast. Und dann bring deine Daumen zu deinem dritten Auge für klare Gedanken. Und deinen Daumen zu deinem Mund für wahre Worte. Und deine Daumen zu deinem Herzen für ein reines Herz. Namaste. Ich freue mich, dass du heute mit mir geübt hast. Wenn du magst, schau gerne in die anderen Faszien-Yoga-Videos oder auch so in meine anderen Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiere und abonniere meinen Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin.